Du denkst dir, wow, was ist das für ein Depp, der liest seine eigenen Geschichten mit der Kacke. Zu einer weiteren Folge von Geschichte mit der Copycat. Die Copycat ist am Start und ich habe was Lustiges gefunden. Ein kleines Heftchen mit dem Delfin drauf. Erste Seite, innen erstmal Mario, fürs S hat es ja nicht mehr gereicht. Mit Schmetterlingen, alles wunderbar. Und hier sind einige Kapitel drinnen. Bis Kapitel 7 geht das Ganze. Und ich denke, da muss ich noch so jung gewesen sein, dass das meine Mutter mir aufgeschrieben hat, aber ich habe es diktiert. Also, wir fangen an mit Kapitel 1. Es war einmal ein armer Müller, der hatte eine Frau und ein kleines Töchterlein. Und sie hatten noch eine Putzfrau. Aber es war ein Schmetterling da. Aber es waren zwei Marienkäfer da. Und es war noch ein Marienkäfer da. Aber es war ein Vogel da und zwitscherte im Baum. Aber es war ein Marienkäfer da. Da freute sich das Müllers Töchterlein und sie spielte mit den Tieren. Aber es kam ein Schmetterling und sie wollten ihn fangen. Und sie kamen nach Hause und sie sind immer lieb zueinander. Ich glaube, damit haben die Geschichten immer aufgehört, mit dem immer lieb zueinander sein. Denke ich. Zweites Kapitel. Es war einmal ein Kater, der wollte immer einen Schmetterling fangen und einen Vogel. Aber es kamen viele Vöglein, aber es waren zwei Vögel und sie konnten einen Marienkäfer fangen und Blumen fangen, aber es kam ein Marienkäfer und da kam ein Schmetterling, aber da sahen sie einen Vogel und da kamen zwei Marienkäfer, aber der Kater konnte einen Schmetterling fangen und unten mit dem Spielen und wir leben immer lieb zueinander. Okay, es geht auf jeden Fall echt jetzt harter Fahrt, also die Spannung ist kaum rauszunehmen hier, okay? Drittes Kapitel. Es war einmal ein Gespenst, das wollte so gerne Blumen anschauen. Und es kam ein Räuber und der Räuber wollte so gern Blumen klauen. Aber das Gespenst war schneller und machte die Glocke so laut, dass dem Räuber die Ohren abflogen. Da lachte das Gespenst und drückte den Räuber. Aber die Prinzessin, die wollte den Räuber heiraten. Aber es war kein Sand da und sie wollten so gern die Prinzessin einladen zu einem Geburtstag und sie leben lieb zueinander. Okay, also dieses, da war kein Sand da, das war tatsächlich eine Sache, die ich sehr, sehr gern eingebaut habe. Keine Ahnung, immer, es war irgendwas da, das war zu der Zeit anscheinend so mein Vibe. Ja, gut, dass ich zu der Zeit kein Deutschrapper wurde. Nummer 4, es geht auf jeden Fall hier spannend weiter. Kapitel 4, viertes Kapitel. Es war einmal ein kleiner Kater, aber es kamen zwei Marienkäfer und ein Marienkäfer, aber es kamen zwei freche Vögel und eine Couch kam, aber die Couch wollte ein Marienkäfer küssen und es lebte in der Welt ein böser Räuber, aber es war noch ein Drache da, der Drache klingelt mit einer kleinen Glocke, so laut, dass dem Räuber die Ohren abfallen und der Drache wollte den Räuber so gerne an die Glocke hängen, aber der Räuber war gestorben und wer lebt lieb zueinander? Wir leben lieb zueinander. Okay. Ja, Räuber ist anscheinend jetzt gestorben. Okay, also sehr, auch sehr, ja. Am Tod kommt die Geschichte hier auch, geht ja auch nicht vorbei. Also, ist, ja. Thematisch auch ernste Themen hier, auf jeden Fall. Wir machen weiter mit Kapitel 5, fünftes Kapitel. Es war einmal ein armer Müller. Ja, Räuber ist ja schon gestorben. Es war einmal ein armer Müller. Der wohnte in einer Mühle, aber es war ein Schmetterling. Aber der Müller wollte einen Schmetterling fangen. Aber die Prinzessin wollte den Schmetterling wiederhaben. Aber aus Müllers Hand ist der Schmetterling weggeflogen. Aber da kamen freche Vögel und die Vögel wollten so gern Blumen anschauen. Aber die Prinzessin wollte den Schmetterling endlich fangen und dann befreite sie den König. Aber ein Gespenst kam und mit anderen Puppen leben sie noch heute. Ich weiß nicht heute gelesen, aber es wäre jetzt nicht brutal gewesen. Wir machen weiter mit Kapitel Nummer 6. Das sechste Kapitel. Es war einmal ein kleiner Schmetterling, aber da kamen zwei... Was? Freche, ja. Freche Marienkäfer, aber da war ein Schmetterling, aber der Schmetterling saß auf einer Blume. Dann kam aber ein Zauberer, der wollte... Wollte? Ja. Der wollte Blumen in Vögel verzaubern. Aber da kam ein liebes Gespenst. Das läutete die Kirchturmglocke so laut, dass dem Zauberer die Ohren abfliegen. Und dazu sagt es ganz laut, tu jetzt die Vögel wieder in Blumen verzaubern. Aber da kam wieder das liebe Gespenst. Aber sie leben lieb
lebt Henley zueinander. Okay, tatsächlich ist das hier auch das letzte Kapitel. Das siebte Kapitel ist nie erschienen und die restlichen Seiten sind auch komplett leer. Also, ja, so sieht's aus. Das war die, ja, ich weiß nicht, hättet ihr denn einen Namen? Wenn ihr einen Namen für diese ganze Story habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Und genau. So ist es. Ich hoffe, mit dem Audio passt es ungefähr. Ich habe es mit meinem Handy jetzt mitgenommen. Die Audio von meiner Kamera ist nicht so gut wie die vorher bei der Geschichte, ich weiß. Ich schau mal, dass ich es mit dem Handy in Zukunft machen kann. Ganz gut. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und was ich noch anmerken wollte, was ich ziemlich lustig fand, ich habe das ja vor kurzem schon mal gelesen, als ich es halt gefunden habe direkt. Und da ist was ziemlich Cooles. Und zwar gibt's ja die Geschichte. Warte, ich zeig's euch nochmal. Das Kapitel 3, finde ich Abstand das Beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar geht's hier um ein Gespenst. Es gibt in Deppa Daylight einen Killer, der heißt Geist. Aber ich habe damals zwischen Geist und Gespenst nicht unterschieden, okay? Dann gibt es beim Geist einen Perk, der Räuber heißt. Und der Geist, also Gespenst, also das Geist, der Killer Geist, hat eine Jammerglocke. Das heißt, es ist ein Item, in dem er sich unsichtbar macht. Also nicht Item, aber seine Fähigkeit. Und das fand ich ziemlich cool, dass es so irgendwie zusammengepasst hat. Und auch jetzt hier im sechsten Kapitel, da war auch was jetzt hier, dass er die Kirchturmglocken so laut läutet, ne? Ziemlich cool. Also damals habe ich schon quasi gesagt, ja, Deppa Daylight, ich bin da. So ist es. Gut, dann rede ich hier nochmal kurz rein. Ich glaube, die Audio ist besser als die andere. Das war's schon. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Akku schon wieder leer, das kann nicht wahr sein, ne? Ciao! Es war einmal ein armer Müller. Der hatte eine Frau und ein kleines Töchterlein. Und sie hatten noch eine Putzfrau. Warte, ich mach mal anders.